frisch ausgeruht, aussortiert, umsortiert, vollgefuttert, mit einem Hammer jetzt bewaffnet. Weil als wir letztes Mal es gemacht hatten, gegen die Schaben mit dem Hammer ging das ganz gut. Das Stachelschwein ist irgendwie komisch. Vielleicht, weil es sowohl Stacheln als auch Hiebwaffe ist. Und ich denke mal, die Stacheln werden so gut wie gar nichts machen gegen die. Ja, okay. Durch da. Das war das falsche Portal, oder? Nee, ist Drache. Okay. Dann... Also ich habe noch dabei die Hake, um noch ein bisschen Boden zu terraformen. 10 Holz, um noch eine Werkbank zu bauen. Oh, das ist ja noch so ein Ding. Ja gut, dann testen wir jetzt doch mal, wie die im Nahkampf sind. Huh? Dem und dem. Komm hier hoch. Oh, das geht viel besser. Ja, schön probieren. Komm auch, ich will dein Zeug haben. Du stirbst. Oh, unerwartet. Ausdauertrank. Zack. Unterkiefer. Chitinpanzer. Lauter Sachen, mit denen wir nichts anfangen können, weil uns wahrscheinlich irgendwas von einem gewissen Boss fehlt. Aber okay. Das schwimmt ein Hase. Ich hätte gerne eine Werkbank. Hier irgendwo. Und das gerade ganz kurz bauen. Da. Und dann... Boden anheben. Also primär auch, damit wir hier hochkommen, wenn was ist. Oh. Ja, sowas zum Beispiel. Wir müssen den Boden unbedingt noch anpassen. Komm auf. Kann ja so töten. Okay, ich kann es vielleicht nicht. Hätte nichts sagen sollen. Na doch, jetzt. Das waren jetzt 2 von den Wächtern, 3 von denen hier. Und da sind noch mehr Kaninchen, das ist okay. Wie viele Steine haben wir noch? Nur noch 18. Okay, keine Steine mehr. Irgendwie so ein bisschen anflachen. Dass man hier besser wenigstens hier so eine kleine Kampfarena hat. Knochenwand zählt nur noch 1 Minute noch was. Okay, wir hätten gerne lauter uralte Sachen.
Das Wolfsschnitzelfleisch war schon dabei. Sehr gut, zieh dich zurück. Das bringen wir erstmal in Sicherheit. Was? Es tut echt gut, das Zeug zu bekommen. Wir werden es nicht brauchen, sehr wahrscheinlich nicht. Oh, kommen wir nicht hoch. Wir werden es sehr wahrscheinlich nicht brauchen, aber wir haben es. Und wir bringen gleich noch viel mehr Steine hier mit hin, um hier noch einen Weg rüber zu machen. Man könnte das Portal auch näher ranbringen, aber dann habe ich das ungute Gefühl, dass das Portal zerstört wird. Und wenn man dran steht, regeneriert man auch. Okay. So, Knochenwanst ist jetzt ausgelaufen und das ist ziemlich ungünstig. Wir müssten 15 Minuten warten, bis es wieder, da ist. So, Backup-Ausrüstung. Wolfsbrustschutz, Beinschutz, der coole Helm. Ja, sehr gut. Extra Wolfsmantel. Streitkolben mit 73 Hauen. Ist immer noch mit Hauen mit am besten. Wir haben Backup-Schlüssel, wir haben Backup von dem Dingens da. Wir haben eins der vielen Silberschilde zurück. Die Hand eines Menschen könnte kaum eine bessere Waffe anfertigen als ein Unterkiefer. Und ein Backup von den Gürteln, das ist auch gut. Wir sollten unsere Backup-Kiste vielleicht mal aussortieren oder noch ein oder zwei Armor-Stands dahin bauen. Das kann alles mit. Du dahin, Unterkiefer hierhin. Das sind die ganzen Suchersachen. Das Schlangenfleisch. Hauen wir da mal drauf. Sieht schon mal sehr cool aus. Gucken, was dabei rauskommt. Aber theoretisch kann man die schon sehr früh töten, oder? Ist ein bisschen kompliziert. Man muss sie schön nah an Land ranbringen. Was Fleisch schwamm oben. Irgendwas anderes ist runtergefallen. Das ist halt wahrscheinlich schwieriger zu bekommen. Da braucht man eine Harpune für und kann sie vielleicht irgendwie an Land ziehen. Ah, aber das Fleisch geht schon relativ früh. Also ich denke, es wird nicht so gut sein wie unser jetziges Essen. Der Sotlingkern kann auch schon mal weg. Wir sind mit den Bergen der Leiche auch nicht ganz fertig. Ich glaube, wir machen jetzt noch einen kleinen Trip ohne den Knochenwanst. Und bauen einfach nur die Brücke, holen noch Teile von der Leiche. Machen sowas halt. Oh, zisch, zisch, zisch. Schlangeneintopf. Oh, wir können das weiterverarbeiten. Okay, bisher ist es... Ui, es ist gutes Essen. Es ist so gut wie unser jetziges Essen. Es wiegt tierisch viel. Und wir können es weiterverarbeiten zu 80 und 4 HP pro Tick und wiegt fast gar nichts mehr. Und da kommt nur eine raus. Das ist übel. Okay, zwei Honig und Pilze. Schlangeneintopf. Teuerste Essen, was wir bisher herstellen können. Das essen wir dann, bevor wir runter gehen. Klingt gut. Habe ich noch irgendwo Steine? Na gut, muss so reichen. Sollte ja eigentlich kaum Gefahr da sein. Eigentlich.
Könnt auch mit der Spitzhacke hier im Business zurechtschlagen, ne? Haben wir das schon mal gemacht? Also ja, wir haben schon mal in den Nebelgebieten auf die Wände geschlagen. Das war ganz normaler Stein. Die Art von Stein splittert allerdings doof. Nimm mal nur die... Das ist Eisen, ne? Ja. Nimm mal nur die Eisenspitzhacke mit. Nicht hoch. Durchatmen. Bisschen rangehen, dass du regenerierst. Überschwemmen. Prüfen es von der anderen Seite aus. So. Bau. Okay, wir brauchen erstmal noch eine Werkbank, um hier irgendwas anderes zu machen. Dann ein bisschen platt. Und wenn wir jetzt hier so drauf wollen, was machst du dann? Du gehst ganz normal runter wie alle anderen auch. Das heißt, wir können dich komplett abflachen. Haben dann hier einen schönen Stein, eine gute Arena, eine bessere Ausgangsposition für unseren weiteren Corpse Retrieval. Das Steineklopfen lockt auch keine weiteren Schaben an, daran habe ich gar nicht gedacht. Hatten wir so das erste Mal sie nicht angelockt? Dabei. Dich kurz weg. Und hier hin. Boden anheben. Aha. Ist fricklig, ja. Rettet aber Leben. Keinen Stein mehr. Das ist schon weg. Oh Gott, geht das schnell. Na gut, schnappen wir das Ding. Ich senke das hier mal manuell ab. Vielleicht kommen wir dann besser hier hoch. Immer noch nicht, ne? Also man kommt jetzt hoch, aber es ist sehr aufwendig und verbraucht sehr viel Ausdauer. Jetzt, ne? Freies Schwimmen. Rauf und hoch. Ja, so müsste theoretisch jeder Zugang hier sein. Aber ich denke, das ist utopisch. Sonne geht bald unter. Eieiei. Okay. Leiche holen. Also die Waffen ausrüsten bringt keins, weil wir sie eh gleich wieder verlieren, ne? Also, weil wir schwimmen. Können die Hasen aufhören, da rauszulaufen? Ich mache mir jedes Mal Sorgen, dass da was kommt.
wir jetzt gerade mitgenommen? Was haben wir hier für Ramsch dabei? Gut, noch eine Eisenpicke. Kann man nutzen. Wir könnten das Holz benutzen, um hier... Können wir eine Treppe runter ins Wasser machen? Hilft die dann auch? Ja, so gut wie die Treppen halt helfen, also gut wie gar nicht, weil sie alle verbanken. Eigentlich wollte ich sowas hier machen, ne? Aber das hält auch nicht. Könnte das nicht ranbauen? Ja gut, weg damit. Es sind nur noch 4 Minuten, dann können wir den Knochenwanz wieder nutzen. Ich glaube, ich verbringe die 4 Minuten mit das Ding weiter abflachen. Die Brücken zwischen den ganzen Inseln ein bisschen erweitern. Dann kurz nach Hause huschen und das überschüssige Zeug irgendwo sichern. Also die zweite Spitzhacke, die Axt und so weiter. Kurz schlafen und dann können wir rein. Zehn Steine. 10 Steine reichen für einmal irgendwas ganz Kleines ganz kurz machen, ne? Boden erhöhen. Ah, konnte man fast merken, dass da was passiert ist. Sehr gut. Okay, rüber zum Portal. Hier sollten wir unbedingt. Sowas machen. Sind wir hier in einem Einflussgebiet? Ja, sind wir. Da unten ist irgendwo Boden. Oh, das war schon. Okay. Haus. Also es ist jetzt schon ein komisches Gefühl, diese Leiche wieder einzusammeln, weil wir so komische Sachen im Inventar hatten. Aber es ist noch halbwegs okay, das Zeug. Wenn wir jetzt später zu der Leiche gehen, die ganz am Anfang ganz im Westen draufgegangen ist, dann wird es sehr komisch sein. Eher schmunzlig als irgendwas anderes. Warum auch immer wir Lochsfleisch dabei hatten und das nicht irgendwo eingelagert haben. Da. Gekochtes Wolfsfleisch benutzen wir eigentlich nicht mehr. Wir können jetzt das gute Essen essen. Hier dich und dich und dich. Wir haben nicht mehr wirklich Platz für das Backup-Zeug. Das kommt jetzt erstmal in die Trophäenkiste, bis ich hier noch eine dritte Kiste hingebaut habe. Also, den alten Federbogen, Eisenaxt, Eisenpicke bleibt hier. Die beiden Sachen kommen weiter mit. Alles wird gleich repariert. Schlafen, damit es hell wird. Du fällst in einen tiefen Schlaf und träumst nur von der Dunkelheit. Das ist ein super Omen für das, was wir gerade vorhaben. In irgendeine dunkle Ruine abzusteigen. Dankeschön. Alles reparieren.
Welche Waffe jetzt? Wir haben beide geklappt, aber ich glaube, ich nehme das Frostding. Ja. Oh, und wegen Stein bauen wir kurz die Wände hier ab. Wir sind hier eh nicht wirklich wichtig. Und benutzt den Stein dann um drüben noch was ne, aufzuschütten. Runter dir das hoch. Auch geschickt, okay. Das ist so tief. Aber wir kommen schon fast rüber. Wie schaut es denn jetzt aus mit Holzplanken? Eine Planke sehen. Oh, so geht's besser. Oi. Oi. Wir haben eine Brücke. Oh, warte. Hey, wir haben echt eine Brücke. Sie hält sogar halbwegs und die Werkbank steht im Weg, aber ist egal. Komm mit. Wollen dich näher dran haben. Dass du hier im Weg stehst. Warum nicht? Vielleicht dürfen wir sie nicht so nah an dem Tempelding da bauen. Weil sonst müsste es ja eigentlich flach genug sein. Oh, oder es war einfach nicht genug Platz. Ja gut. Dann da. Steine haben wir 5. Kriegen wir noch einen 6. raus? Boden erhöhen. Und fertig. Wie viel Holz haben wir noch? 8. Wie viel brauchen die Planken? 2. Jetzt müssen wir von der anderen Seite quasi hier rauf gucken, aber es klappt wieder nicht. Holzleiter? Brauche auch nur 2. Irre stabil. Irre stabil. Und jetzt wieder runter. Müssen bloß rückwärts irgendwie. Ja, nee, komm. So, dich, dich. Die Leiche ist geborgen. Knochen waren es dann. Oh Gott. Ein geheimnisvoller Text. Die Königin. Wir haben die Tür versiegelt und den Schlüssel weggeworfen. Lass sie. Wo ist die Königin?
Die König. Wir haben bei unserem ersten Trip in die Nebellande den Bossraum gefunden für die Nebellande. Können wir das hier abbauen? Aber nur Stein, oder? Sehr stabiler Stein. Ausdauer regenerieren. Also es scheint Schaden zu nehmen. Aber ich glaube, wir sollten mit der anderen Picke hier ran. Oh, abgebrochen. Schwarzer Marmor, schwarzer Marmorhaufen, Mörsornstößel und irgendwas anderes. Ganz viele Deko-Sachen wahrscheinlich. Oh, tu mir sowas nicht an. Wir müssen jetzt eine komplett neue Festung bauen. Schwarzer Marmorthron. Also der Mörser und Stößel sieht interessant aus. Alles andere scheint nur Deko zu sein. Ein schwarzer Marmor von dem ganzen Schlagen. Können wir das hier auch abbauen? Ja. Okay. Wir gehen nach Hause. Entfernen noch diese komische Konstruktion hier. Und gucken dann mal die Rezepte durch. Und beim nächsten Trip hierher nehmen wir dann mehr Stein, mehr Holz mit. Das können wir vorher irgendwo schlagen. Und ja, werden dann ganz viel von dem schwarzen Marmor da abbauen. Je nachdem, was wir dann brauchen. Aber echt, na, unser Glück. Was, womit kann ich teleportieren? Achso. Hier das dagegen austauschen. So, wir haben keine neuen Rezepte hier. Wir haben keine neuen Rezepte hier. Mörser und Meißel müsste doch hier irgendwo sein. Oh, das könnte ein Upgrade sein für irgendeine Werkstation. Herstellung. Mörser und Stößel. Ist für die Küche. 8 schwarzer Marmor. 4 Kernholz. Ja, den schwarzen Marmor kriegen wir jetzt ja da mit genug Zeitaufwand raus. Wird dann also besseres Essen geben. Ist gut, ja. Aber ich weiß nicht, ob besseres Essen reicht, um hier den Jaklus ordentlich zu besiegen. Na gut, Holz war so ein Thema, ne? Habe ich überhaupt eine Axt jetzt dabei? Nein. Okay, dann zerlegen wir weiter unsere eigene Festung in der Hoffnung, dass wir da eine schnelle Steinbrücke hinbekommen und Ash wird das einfach irgendwann im Laufe der Zeit wieder setzen.
Er will helfen. Das ist nett von dir. Wir haben 54 Steine. Das wird weggeatmet, wenigstens Gutes. Drüben. Knochen waren sie schon wieder ausgelaufen. Ja, okay. Aber jetzt werden wir es wahrscheinlich auch nicht brauchen. Mal gucken. Schmeiß das weg, sonst blockiert es jedes Mal. So. Also idealerweise später auch, dass wir ohne nasse Füße. Rüberkommen, aber so ist es nicht so noch ein Katzensprung. Können wir es noch einebnen irgendwie? Nicht zu unserem Vorteil, nein. Okay, nächster Test. Ist das Ding jetzt deutlich besser da drin, das Marmor abzubauen oder nicht? Sollten die Hasen auch regelmäßig töten fürs Fleisch, ne? War eine echt gute Idee, das in das Wasser zu schieben. Ach ja. So, Test. Neue Steine, ganz neue Steine hier hinten. Einmal durchatmen. Und gib ihm. 37, 48. Mit der anderen Picke waren es 29 rum. Wir sollten das Ding vielleicht aufstufen. Oh, das geht deutlich schneller. Was heißt das, sie haben den Schlüssel weggeworfen? Oh, ich habe gerade nach unten irgendwie runtergegraben. Wo finden wir dann den Schlüssel? Irgendwo im Wasser? Können wir ihn angeln? Wer? Wer ist das Ende von dem Angelskill oder so? Wir haben 5, ein Zuhause. Ne, wir haben kein Zuhause eingelagert. Wir brauchen jetzt also noch 3. Ist da unten? Ist hier was drunter? Wo kriegen wir unseren Spitzhacken-Skill wenigstens wieder? Hier sind einfacher abzubauen, ne? Wäre echt lustig, wenn sie den Schlüssel quasi unter der Fußmatte versteckt hätten. Also einfach hier direkt drunter. Unter den Blöcken. Jo.
Es war ein Scherz. Ich habe jetzt keinen schnellen Weg hier raus, ne? Schnellen wir Ausgang machen. Ich habe da eine Werkbank gesehen, die könnte interessant sein. Aus welchem Weg nach draußen haben. Eventuell ist einer 5 Meter weiter, aber ich will es nicht riskieren, jetzt irgendwas da auszulösen. Und so haben wir einen Seiteneingang. Passt noch nicht. Ich werde auf jeden Fall eine Hello schicken und alle Ressourcen sammeln für, ja, super Seiteneingang, alle Ressourcen einsammeln für die Spitzhacke zum Aufstufen. So hätten wir da regulär auch irgendwo reingekonnt. Nee, ne? Okay, und was ist da jetzt hier? Dwemmerkrug. Dwergerkrug, okay. Er fasst eine Menge Met. Kupferschrott. Des einen Schrott ist des anderen Schatz. Ist das echt nur Kupfer? Wir können damit jetzt nicht noch... Hallo? Können wir... Oh. Du hast einfach einen von unseren Dingern getrunken, oder? Mittlerer Ausdauertrank. Ja, ich wollte eigentlich irgendwie das damit kombinieren. Das hat wohl nicht geklappt. Gut. Sehr stabile Holzfässer. Ich hätte eine Axt mitnehmen sollen. Oh. Köstlicher Med- und Kupferschrott. Kann man aber auch leicht übersehen. Gott, was haben wir hier noch? Also Holz. Kupfer. Das ganz normale ist Kupfer, ne? Das ganze Mehl nicht mitnehmen sollen. Ja, es wird Kupfer sein. Ja, ein Barren Kupfer. Und der Kupferschrott wird auch einfach nur Metall, Kupfermetall sein, das noch nicht eingeschmolzen ist. Also, Kupfererz, was man denn zu Barren machen kann. Ärgerlich, wenn es dann aber doch vielleicht eine neue Art von Kupfer ist und wenn wir das nach Hause bringen würden, dann hätten wir plötzlich ganz toll neue Rezepte und könnten damit den Boss schaffen und so. Sehr unwahrscheinlich. Ja, nee. Wir bringen jetzt den Mammo nach Hause, können damit den Schlüssel da bauen und sie neue Kochrezepte angucken. Und dann wird Ash erstmal eine ganze Weile wieder Zeug grinden und die Wohnung so, also das Lager so umbauen, dass wir mehr Platz haben für alles Mögliche.
und die ganzen Steinbände wieder hinstellen. So, du bleibst hier. Vier Kernholz fehlen. Bau den da so mit dran. Kesselstufe 5. Ungefüllter Pilz. Salat. Eieieiei. So, das hatten wir schon. Ungekochter, gefüllter Pilz. Brauch Magierhüte, Rüben und Blutklumpen. Blutklumpen haben wir von den Zecken bekommen. Das heißt, wir müssten uns im Nebelgebiet weiter umgucken, bis wir dieses komische Tentakelmonster finden, das Zecken abwirft. Interessant. Bereit für den Ofen. Glaub, wir hätten das sogar alles, oder? Wo sind die Pilze gelandet? Hier. Und Rüben. Rüben haben wir auch noch. Ja, gefüllter Pilz. Schauen wir mal. Wenn es zischt, machen wir ihn raus. Dann... ungekochter Nebelhase Deluxe. Also Hasenfleisch, diese Jotunbläschen, die wir auch nicht anbauen konnten, und Karotten. Wir haben leider keine Jotunbläschen. Ne, sind alle draufgegangen. Mäh. Ja, hier in der Küche brauchen wir auch definitiv mehr Kisten. Das klappt so nicht. Oder einfach mehr Mehl verbrauchen. So, dich da rein. Oh, zisch. Gefüllter Pilz. Blaues Essen. Gesundheit 25, Ausdauer 12, Aether 75. Also der Rabe hat gesagt, wir sollen solche Sachen ausprobieren. Ich esse das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt theoretisch mehr Aether. Aber es bringt uns nichts. Gut, effektiv verschwendet. Aber was soll's. Ash kümmert sich jetzt um Krams. Und wir sehen sie dann wieder, wenn wir damit fertig sind. Und dann kümmern wir uns darum, die Nebellande weiter zu durchstreifen nach anderen Ruinen, die gefährlich sind. Um irgendwas zu finden, was uns hilft. Oder, ja. Ihr ist irgendwas eingefallen, wie sie den Boss bekämpfen kann.